Hallo Leute, mein Name ist Soziale Inzock und willkommen schon zum zweiten Mal Part Pack Opening. Ja, heute öffnen wir nochmal 9 Karten der Serie. Welten im Wandel, Yaishi ist wohl momentan sehr beliebt und gut zum Eintauschen. Deswegen habe ich 9 neue Karten bekommen. Dafür und wir öffnen natürlich die Packs. Los geht's! Und wir haben neue Karten bekommen. Gurnomats, Mufla, Kategon, Anton, Cosmog ist zurück, Mahu und Tracy, Flamaha, Absol und hier ist... Oh! Stalopor Full Hard mit Tena. Wie cool. Und Elfun. Das nächste öffnen wir sofort. Und es erhält Evoli mit der Tilo, Olodas Neymar, Pogoli, der Bestie Need wieder. Katjadi und... Hey, eine weitere Symphonie. Die ist echt gut. Die kann ich jedem empfehlen. Und weiter geht's mit... Hier haben wir Muflag, Trasla, Samu, Seemobs, Wundbull, Votomias wieder, Pipsi, Wollastakern, Pummeluff. Okay, und Sebura. Ah, nicht so gut. Komm, eine GX muss dabei sein. Eine neue Karte, die mich flunk hier. Mit einem Mega-Schlapp. Und Pummeluff, okay. Und was haben wir hier? Full Art Mantitilo. Wie cool. Und Guskoso. Okay, nicht schlecht. Aber so ein Pokémon habe ich schon. Weiter geht's. Hier sind neue. Und zwar Ukemak, Mislas, Bowser's Knete. Ach, Pico Enter wieder. Und Felinara. Wenn du eine Tag-Team-Unterstützung-Karte während dieses Zuges aus deiner Hand spielt, fügt dieser Attacke 80 Schadenpunkte mehr zu. Okay. Der nächste Zug ist... Zwei Geheim. Ein Sandkern ist dabei und die erste ist... Makono. Oder Makago oder wie es heißt. Und Smogmog. Zwei Fehlversuche. Und nächster Zug. Es ist... Schmeckmeck, Floink, Onix, Naquana, Silob, Kilia, Lauschling und... Oh, ja, ja, doch! Genau die Karte wollte ich! Solgaleo und Dulala GX mit der Lily. Genau die Karte wünsche ich mir schon die ganze Zeit und jetzt habe ich sie einfach. Yes! Wenn du Lilys ganze Kraft während dieses Zuges aus deiner Hand gespielt hast, verringert während des nächsten Zugs des Gegners alle Effekte von Attacken, einschließlich Schaden, die jedem deiner Pokémon zugefügt werden. Oh, okay. Ist die Karte doch zu was gut. Ich nehme alles vom letzten Part zurück. Ich öffne natürlich noch eins. Und weiter geht's. Was ziehen wir jetzt? Eine Geheime. Das ist aber ein süßes Yorkclef. Basta. Bluzy. Gardini. Dann hier Solskis in Full Holo und Goldantes. Aha. Und das letzte Pack ist... Zwei neue. Quirtle. Golbit in Full Heart. Oh! Giflor GX! Nicht nur eine GX, sondern mehrere GX waren diesmal dabei. Und diesmal war es auch Giflor GX. Wir haben gleich mehrere Full Hearts bekommen. Das ist ja klasse.
kann ich davon welche eintauschen? Vielleicht suchen ja ein paar bestimmte. Ma und Tracy suchen die meisten. Für Sonne, Mond, Welten im Wandel. Ja, GX. Die meisten suchen diese Maho und Tracy-Karte. Okay. Der sucht bestimmte Full Hard-Karten. Ends Entschluss. Habe ich dreimal und er gibt eine Menge Karten dafür. Ja, man kann natürlich damit eine Menge Karten sich zusammenholen beim Tauschen. Hakenkur. Baut die Truhen. Da ist eh nur hauptsächlich Müll drin. Hier gibt jemand eine Menge was. Aber mich interessieren eher die Booster. Für die Full Hard wieder mal. Die gebe ich nicht her. Die vom letzten Part. Einige glauben auch, die kriegen alles geschenkt. Hab jetzt natürlich sehr wertvolle Karten. Muss ich dazu sagen. Für man auch eine Menge Packs anfordern kann. Sonderbonbon. Oh, ja, das ist schon sehr stark. Das Systembilder. Giratina und eine mehr. Zwei Giratinas verlangte dafür. Ach du Schande. Gibt aber auch zwei Boosters dazu. Ein Giratina will ich eigentlich nicht hergeben. Ja, ihr seht schon, hier kann man eine Menge tauschen, wenn man einmal richtig Karten gekauft hat. Viele Karten sind sehr gesucht. Alles klar, der tauscht eine GX gegen GX. Will anscheinend die und dafür gibt er die andere. Tue ich aber nicht. Aber jetzt wisst ihr, wie ich die ganzen Packs bekommen habe. Ich warte auf ein perfektes Angebot und erhalte eine Menge Karten dafür. Der Ishii wurde zum Beispiel sehr oft gesucht. Dieses Vulpix wäre natürlich klasse, wenn man das nämlich mit dem Nicht-Energie-Vulpix von Luna kombiniert, was sie gezogen haben. Solange sich das Pokémon auf der Bank befindet, verhindert allen Schaden, der diesen Pokémon durch Attacken wird. Ach so, es kann sich schützen. Das ist natürlich klasse. Es kann nicht K.O. gehen. Ja, hier sind natürlich einige angeben, aber das ist ein bisschen langweilig. Deswegen tue ich wie immer ein Match rein. Wie auch im letzten Part. Und zwar treten wir an. Mit meinem Deck wieder. Mal gucken, ob das ein Sieg oder eine Niederlage wird. Da kommt unser Gegner. Es ist ein echt mieser Gegner, der gleich vier Typen in seinem Deck hat. Na super. Und die Glurak-Münze besitzt auch noch. Der hat bestimmt GX. Der beginnt aber. Vorteil für mich. Und ich hab. Ah, ne Cosma. Habe ich als Karte. Ja, Dodo ist natürlich eine praktische Karte zum Sod reintun.
Allerdings habe ich das Pech, dass er auch, ihr habt es vielleicht gesehen, Feuer hat. Und das könnte echt ein Problem geben. Und er hat eine Blood-Tag-Team am Start. Na super, und jetzt holt er sich in den Pokémon-Fanclub. So ein Glück wie der XY-Kämpfer im letzten Part haben wir diesmal nicht. Ja, wir haben schon verloren. Wie viele GX hat der bitteschön? Wir brauchen eigentlich gar nicht richtig zu spielen. Das Kampf wäre nämlich echt langweilig. Denn der ist einfach nur so ein Spieler, der nur auf seine GX setzt. Und das finde ich irgendwie scheiße. Man sollte auf andere Kartenkombinationen setzen, statt nur GX. Wir haben jetzt einen farblosen. Okay, ein farbloser geht schon eher. Da bin ich auch interessant, wie der kämpft. Ich habe noch nie einen farblosen gesehen in dem Spiel. Also der nur farblose verwendet. Drehst du auch mal die Münze? Ich habe gewonnen. Nein, ich will nicht anfangen. Ah, Pech. Aber die Karten verraten nicht allzu viel außer die Bestienenergie. Die verratet natürlich, dass ich mit Ultra-Bestien arbeite. Ich muss leider einmal einmischen. Und hab einfach das Pech und ziehe Radfratz. Radfratz ist natürlich keine starke Karte, leider. Oh ja, klar, er hat gleich eine EX. Eine Lugia. Mit Stadionkarte sogar 70 Angriffspunkte mehr. Ach du Schande. Ich hoffe, der hat keine Stadionkarte. Und der darf gleich im nächsten Zug angreifen. Na super. Hat auch noch einen Muskelband. Ich habe einen farblosen Spieler ganz deutlich unterschätzt. Oh, Glück sei Dank. Necrozma ist am Start. Den brauche ich. Aber der wird jetzt meinen Radfahrt platt hauen. Und gucken, dass er schnell eine Stadionkarte kriegt, damit er meinen Crossmark K.O. hauen kann. Ja, der hat fast seinen Unterwasser-Okan fertig. Er greift nicht an. Okay. Ich nutze die. Schmeiß die zwei raus. Ich kriege eine Bestienenergie. Und den Superball. Mit dem ich leider kein Glück habe.
Gut, im nächsten Zug ist eine Cosma dann soweit und ich kann austauschen. Vielleicht kriege ich sogar dann die Tauschkarte. Das wäre nämlich praktisch. Und könnte Luke, ja, ohne Probleme guten Schaden zufügen. Shit, er hat noch eine. Lugia GX. Wo hat er denn zwei Lugia EX her? Hat er sie sich im Spiel verdient oder wie? Auf jeden Fall hat er jetzt seinen Unterwasser-Orkan fertig. Vermutlich jetzt wird er angreifen. Ich würde mich freuen, wenn er hat, falls sich ein Radikal weiterentwickelt, denn dann hat es keine Luft zu kosten, aber die brauche ich auch nicht, denn jetzt ist es eh tot. Hier mehr Karten. Hab eine Pokémon Center Dame bekommen. Ich nehme die Doppelenergie und gebe ihn einen Clownschlitzer. Auf 90 gestiegen. Klasse. Und wenn ich als nächstes ein Metall noch dran tue, kann ich den Meteorsturm machen. Wiederball. Oh nö. Der hat nicht noch ein Lugia EX, oder? Nein, hat er nicht. Die Pokémon Center Dame wird dir nicht viel bringen. Wenn ich mit meinem Angriff jetzt komme. Und dieser Attack kann ich mit mehr Preiskarten einsetzen. Und somit gewinne ich auf jeden Fall dieses Kampf. Die GX. Das waren dann deine Lugia EX. Die andere mache ich dann normal fertig. Was? Oh, come on! Jetzt bin ich sowas von erledigt. Mein Plan geht komplett nach hinten los. Was ist jetzt mit meiner Ultra-Bestien-Energie? Die hier noch rumliegt. Jetzt liegt meine Ultra-Bestien-Energie einfach da rum. Oh, super. Ich werde sterben. Diesmal habe ich leider die Runde verloren. Ich mache jetzt noch was ganz Dummes. Leg alles ab. In der Hoffnung, ich krieg noch irgendwas Sinnvolles. Doti. Ah, mein Schwerball. Jawoll! Ich habe den Schwerball bekommen. Aber ich hätte lieber den Pokémon Fanclub einsetzen sollen. Ich Trottel. Das muss ich gleich machen. Auf jeden Fall, er wird mein Gummatz jetzt töten. Aber selbst wenn er keine Arena-Karte hat, es ist schlau. Was im Gegensatz zur Pokémon Center Dame war. Dass er den Effekt hat, nämlich damit. Oh Scheiße, der hat so einen Anleg-Energien-Angriff, fällt mir jetzt erst auf. Mit dem Kraftband ist das nochmal so OP und dann bin ich weg. 140. Oh. Ich hole mir gleich mein Symphonie und tausche das Ding aus. Dann ist das weg. Eine EX macht eine GX platt. Das ist selten. Inzwischen.
muss den spielen. Denn ich brauche 5 Uni. Meine zweite EX hole ich gleich mit. Damit bin ich sicher. Die kommt rein. Die kommt rein. Leg eine an. Und hab vergessen auszuwechseln. Ich Idiot. Das war's. Ich hab vor weiter einfach vergessen auszuwechseln. Jetzt bin ich tot. Na super. Schönes Deck. Mein Fehler. Damit hat er auch gewonnen. Aber es war auch mein Fehler. Das sehe ich eindeutig ein. Damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Bleibt sozial. Lasst ein Abo da. Und bye.